So, hallo an alle zur nächsten Folge Magic Craft auf der neuen Map irgendwie. Kannst du es eigentlich sehen bei mir? Ich habe hier so ein Optifine Cape an. Ja, das habe ich gesehen. Wo hast denn das her? Das habe ich gesponsert gekriegt von jemandem. Ich habe mich irgendwann eingeloggt. Auf einmal hatte ich ein pinkes Cape, komplett pink. Ach du heilige Scheiße, du ahnst es nicht. Tja, irgendjemand hat mich dann halt wohl getrollt, mir ein pinkes Cape angehängt. Aber dann hat er mich noch kontaktiert und dann konnte ich die Farben noch ändern. Weil man kann diesen Optifine-Typen anschreiben und der ändert dann irgendwie die Textur da drauf. Ich konnte mir halt dann Farbcodes und alles so weiter aussuchen, was ich toll finde. Und dann habe ich halt diese Farben so gewählt. Joa, wäre schon gewesen. Okay, krass. Ich wollte halt was Rotes haben, was Rotes. Gut, die Öfen funktionieren ja so, wie ich mir das vorgestellt habe, zurzeit noch nicht. Das ist schlecht. Ja, ist jetzt halt blöd, aber ist jetzt auch nicht so schlimm. Ich sag so oft, ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm, passt schon, ist nicht schlimm. Ist ja nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Nee, ist ja auch nicht schlimm. Echt nicht schlimm. Passt schon. Ich sag mal, so. Passt schon. Passt schon. Passt schon. Passt ja, schon. Ist aber so. Es gibt wenige Sachen, wo ich jetzt sagen würde, ist schlimm. Ich bin ziemlich anpassungsfähig, wenn irgendwas ist. Ja, ich bin jetzt auch nicht so, dass ich damit mit über vielem zufrieden. Ich bin nicht erledigt. Ich will aber das. Ich finde es schlimm, wenn man sich über jede Kleinigkeit aufregen muss. Also häufig sieht man das ja in YouTube. Ja. Erster. Ja. Kannst du das mal sein lassen? Hab ich das jetzt. Hab ich unter dem Tutorial geschrieben, ich so, Erster, hättest du jetzt nicht gedacht, wa? Also als Spark natürlich. Ja, ich habe das auch schon selber für mich Erster geschrieben. Und dann gibt's Leute, die flamen dich, weil sie nämlich nicht lesen. Ja. Extrem geil. Ja, aber halt quasi, man muss sich ja auch nicht konstant darüber aufregen. Ich meine, es gibt immer irgendeinen Blöden, der schreibt Erster. Im Prinzip kann man es ja so machen, man muss einfach dann jedes Mal, wenn ein neues Video kommt, erstmal sich eine Schachtel Popcorn nehmen, sich davor setzen, die ersten 10 Kommentare abwarten und dann lachen. Ich krieg immer einen Heulkrampf, wenn ich das sehe. Du lädst ein Video hoch und irgendjemand will einen Kommentar schreiben, guckt erstmal runter in die Kommentare, sieht Erster und das, was er eigentlich schreiben wollte, wird dadurch wahrscheinlich blockiert. Ja. Das finde ich dramatisch, tragisch. Was soll's? Also ich reg mich deswegen eigentlich nicht so stark drüber auf. Ich ignoriere mal so, dass es ein bisschen dezent. Weil du kannst es ja im Endeffekt eh nicht verhindern. Nee. Passt schon. Sehen. Ich nehme es euch nicht übel, aber das heißt nicht, dass es jetzt eine Aufforderung ist, das zu machen. Schreibt was Sinnvolles, so wie P. Nein, das nicht. Das ist nichts Sinnvolles. Stimmt, wir hatten darüber geredet, dass es nichts Sinnvolles ist. Ja. Dennis. Ich bitte dich, ja, besinne dich auf unser Gespräch. Ja, ist gut. Ich werde mich im Zaum erhalten. Du kannst ja gerne ein anderes Thema anreißen. Ich weiß nicht, du hast ja einen schönen zweiten Monitor. Ich nehme mit Vollbild auf, ich kann nicht schlecht switchen. Das Lustige ist, ich habe noch nicht aktualisiert. Aber ich kann ja mal schnell die Seite aktualisieren. Also es gab einige interessante Sachen. Themen geschrieben worden ist. Das ist eher deine Aufnahme. Ach, was heißt ja? Im Prinzip ist ja die Aufnahme von uns beiden. Also bei mir kommt es halt einen Tag früher als bei dir. Genau. Wie seid ihr allgemein zum Zocken gekommen? Gibt es da als Frage? Ja, früher irgendwann mal, als ich den ersten PC hatte. Halt die PC, was war das? Computerbildspiele. Immer schön die neuesten Sachen durchgezockt. War halt immer nicht so lang der Spielspaß dann da. Und ja, irgendwann hat dann ein Kumpel was von einem MMO erzählt. Namens Tibia. Und dann bin ich dann hängen geblieben. Ist er drauf hängen geblieben? Ja. Habe ich mich dran drauf erhängt auf das Spiel. Okay. Ja, bei mir ist quasi so ähnlich. Bei mir ist aber ein bisschen anders da gelaufen. Und zwar, als ich 5 Jahre alt war, habe ich den ersten Gameboy bekommen. Oh ja, das auch. Und ja, von da an ging es in meinem Leben nur noch bergab. Wie das halt bei jedem anderen auch so ist. Dann Tetris gesuchtet, dann Mario gesuchtet, dann dies gesuchtet. Und ja, so bin ich eigentlich zum Spielen gekommen. Zum Computerspielen bin ich dann erst ein bisschen später gekommen, als ja, mein Vater da so einen Computer halt quasi bei sich rumstehen hatte und da so ein paar DOS-Spiele wie Commander Keen und sowas gezockt hat. Und da wurde ich das erste Mal an den Computer rangeführt. Da gab es noch kein Windows. Und da habe ich schon am Computer gezockt. Auch so Wolfenstein und sowas konnte man auch noch über DOS starten. Wolfenstein, war das, ist das nicht ein Shooter oder sowas in der Art? Ja, das war so der erste, also mit der erste Shooter in 3D. Das hat mein Mediendesign-Professor mal irgendwie angesprochen, in irgendeinem Bezug, wo es gerade ein bisschen Spielprogrammierung geht. Fängt auf einmal von Wolfenstein zu reden, das kannte ich vorher nicht. Da war ganz so Shooter-mäßig, was 3D-mäßig. Und ich hab halt so ein bisschen erzählt, wie das im Hintergrund programmiert wird. Das habe ich einigermaßen verstanden.
Aber dass mein Mediendesign-Professor mehr Shooter kennt als ich selbst, das hätte ich nicht erwartet. Hätte ich nicht gedacht. Ja gut, du interessierst dich ja nicht so für Shooter. Das hatten wir auch schon mal. Das geht. Geht. Also ich hätte auch nichts gegen Battlefield 3, aber irgendwie, keine Ahnung, ich bin zu faul, mich zu holen. Ehrlich? Ja. Hallo, ey, Battlefield. Nur, weil ich zu faul bin. Was ist nur los mit diesem Jungen? Was ist bei dir falsch gelaufen? Du spielst den ganzen Tag dieses Pixel-Minecraft-Spiel. Quatsch, spiele ich ja gar nicht. Oh ja, doch. Ich spiele, ja, wenn so häufig spiele ich auch nicht, dann nehme ich mal auf eventuell, zock da mir ein bisschen was, aber an sich so, ohne dass ich groß aufnehme, bereite ich mal was vor oder so, aber an sich so intensiv spielen, tue ich das gar nicht. Er lügt. Jedes Mal, wenn du ihn anschreibst, dann, oh, ich bin hier gerade und da ist mir ein Creeper vor die Füße gelaufen. Was? Das habe ich dir noch nie geschrieben. Macht nichts anderes. Jetzt fängt er auch an, ihre Lügengeschichten zu erzählen. Lügst, das bist du. Ach so. Ja. Bei mir sieht man ja eh nichts Interessantes. Ich hoffe, du machst irgendwas Interessantes. Ich habe gerade äußerst schön hier das Feld verziert mit Fackeln, die schön symmetrisch angeordnet, wo wir über Shooter geredet haben. Also Wolfenstein so, ja. Also Getreidefeld ist komplett umzäunt. Hier vorne ist so ein kleines Zauntor drin, wo du rein kannst. Und da könnte man das Ganze irgendwie ansetzen. Ich würde auch jetzt hier daneben noch eine Kiste ansetzen für Seeds. Ich würde es persönlich gar nicht so weit ausbauen, dein Getreidefeld, weil... Weil? Wir eventuell ja sowieso da oben noch, also da noch ein bisschen was verändern in dem ganzen Gebiet. Ja, trotzdem. Ah, nee, warte mal. Nee, hier bin ich ja nicht. Ich bin ja weiter vorne, da wo der Berg, den du nicht abtragen willst. Okay. Weißt du, wo das Getreidefeld steht? Ja, ich weiß aber nicht, ob wir da vielleicht noch so eine kleine Schlucht als geraden Eingang reinbauen. Ich weiß es nicht. Ja, das steht direkt da vorne auf dieser Anhöhe. Da darfst du aber viel runterbuddeln, wenn du hier noch eine Schlucht machen willst. Okay. Have fun. Have fun. Nehme wieder diesen tollen Crossbow, der Explosionspfeile verschießt. Genau. Dann rockt die Bude. An den hatte ich nämlich gerade für solche Aktionen gedacht. Dann die Kanten nur noch anpassen und ja, Kantenklettung. Oh, du baust gerade Lager. Nice. Ja, Kantenklettung in Minecraft. Ich finde, das Lager ist mit das Wichtigste für uns für den Anfang. Wenn du möchtest, kannst du mir dann auch mal zur Hand gehen. Zu zweit gräbt sich's einfach ein bisschen schöner. Ach so, ja, ich gehe dir mal zur Hand. Aber wenn hier schon Kohlevorkommen ist. Also an der Decke, wie hoch willst du das Ganze machen? Wie viele Blöcke? Den Boden lasse ich so drinne. Den Boden tausche ich hier nicht aus, habe ich mir überlegt. Ja gut, weil es ist ja reiner Cleanstone, das passt ja. Die Decke halt nur, ich weiß nicht, wo und wie weit und wie viel. Wie du möchtest. Okay, dann würde ich sagen... Ich würde sie jetzt quasi noch eine Etage höher machen und dann noch eine... Ach so, ja, den Cleanstone da an der Stelle, den gerade abgebaut ist, den hätte ich gelassen über den Kisten, aber... Okay. Gut, ich mache eh gleich einen Ofen voll und zwei Öfen voll mit Cleanstone. Okay, dann geht das. Jetzt bräuchten wir die Trichter mit dieser automatischen Ofenfunktion, das wäre geil. Der könnte sich hinstellen, weißt du, durchjagen. In denselben Ofen, muss nicht alles neu wechseln. Ja, dafür gibt es ja eigentlich die Eisenöfen, aber ja, dumm gelaufen, dass die wieder nicht funktionieren. Warum eigentlich? Also einfach nur, dass der Mod nicht. Das kann sein, dass halt einfach die ID sich mit irgendwas überschreitet, dass das einfach sich jetzt nicht craften lassen möchte, aber das werden wir relativ schnell hinbekommen. Och, cool. Also wundert mich jetzt auch halt ein bisschen, warum es nicht funktioniert. Aber wie gesagt, Magic Craft ist ja ein Working Progress for life und so. Genauso wie Minecraft eigentlich ein Spiel im Working Progress ist. Jo, falls sich übrigens interessiert, wie so ein Shooter allgemein programmiert wird, da könnte ich auch kurz einen Satz zu sagen von der groben Vorstellung her. Das wäre cool. Also ich weiß nicht, wie du jetzt mit den Decken hier weiter fortfahren willst. Kann ich dir immer noch helfen, weil dann ist nämlich ein bisschen schwer. Ich muss was Monotones, Eintöniges machen, dann kann ich das reden. Muss man sich vielleicht einen Tacken konzentrieren. Soll ich vielleicht nicht die Wand mit Cobblestone ersetzen hier so? Du könntest ja oben anfangen, den Berg abzubauen. Ach so, ja, gut, oder so. Und die Decke mit Cobblestone. Und den Boden habe ich mir jetzt doch überlegt aus Holz und diese Schluchten aus Cobblestone. Ich habe jetzt eine relativ geile Idee für den... Wenn du mich jetzt rausschickst, würde ich aber gerne nochmal pennen gehen, weil es ist Nacht. Nee, du musst nicht rausgehen. Komm wieder runter. Oh, jetzt habe ich mir zwei Schaufeln gemacht. Wenn du was Monotones habe ich. Und zwar Holzboden hier unten rein. Zimmern. Also doch den Boden ändern. Ja. Gut. Kriege ich hin. Jo, gut. Also folgendes, wie Shooter allgemein programmiert werden, das ist nämlich gar nicht mal so eine 3D-Simulation, sondern so ähnlich wie Snake, sag ich jetzt mal.
Du hast praktisch Felder, wo du dich aufhalten darfst und wo du dich nicht halt aufhalten darfst. Diese 3D-Grafik, die du siehst, ist eigentlich nur das, was im Vordergrund läuft. Im Hintergrund, die eigentliche Programmierung, sind so eine Art 2D-Wege. Wenn da eine Mauer oder so ist, hast du einfach so eine Art 2D-Objekt, wo du dagegen läufst und wo du sagst, da darfst du dich nicht aufhalten. Hast diesen Programmpfad, da, also das Befinden an diesem Ort ist false. Zum Beispiel so eine schwarze kleine Map im Hintergrund, weiße Fläche und schwarze Striche, und die schwarzen Striche darfst du nicht berühren, so eine Art. Und alles, was da drüber liegt, ist einfach nur eine Visualisierung, die später vom Programm gemacht wird. Also im Prinzip programmierst du eigentlich so eine Art wie Mario. Es ist so eine, wird so eine kleine Map oder Karte dahinter gelegt. Das heißt, wenn da so eine Fläche ist, eine Ebene, wo du drauf springst und wo du auch stehen bleiben kannst, steht da an der Collision Map, Kollisionsmap heißt das Ding, was dahinter liegt. Da darfst du dich nicht aufhalten. Wenn du da drauf springst, praktisch wirst du an den Punkt gehalten. So ist das Art, so eine Art ist auch vielleicht so ein bisschen bei Snake, dann diese Randfenster oder die vier Ecken, wo du zum Beispiel nicht dran darfst. Und wenn du halt dran bist, dann bist du halt tot oder so eine Art. Okay. Also es ist halt so bisschen vielleicht kompliziert zu erklären, aber nennt sich Kollisionsmap. Das sieht voll simpel aus. Das könntet ihr theoretisch mal googeln. Wer jetzt echt Zeit hat und Bock hat, der googelt einfach mal Collision Map und dann müsstet ihr was finden. Da sieht man von einem Mario-Spiel zum Beispiel was ganz, ganz Simples. Müsst ihr einfach nur die Pfade eingeben mit schwarzen Strichen. Einfach ein ganz, ganz dünner Strich ist das nur. Und das erkennt das Programm dann, als da darfst du nicht draufspringen. Das ist ja krass. Oder da kannst du nicht durchfallen, du wirst an dieser Position gehalten. Und so sind auch die 3D-Shooter gemacht, nur die sind anders visualisiert. Das heißt, die haben halt eine andere Darstellungsebene, nicht 2D, sondern halt hier unten drinne im Cobblestone. In den Schluchten Cobblestone. Ah, okay, gut. Ja. Das kann ich ja mal schnell außenrum ziehen. Ist jetzt total krass. Ja, ist jetzt ein Text von mir gewesen, aber. Ja, ich guck mir das sowieso später aus deiner Sicht ja immer die Folgen noch an. Echt? Ja, lustigerweise schon. Ich guck meine eigenen Folgen gerne, aber nur, wenn ich mit jemand anderem zusammenspiele. Einfach, um rauszufinden, ob ich jetzt einen kompletten Blödsinn erzählt habe oder um rauszufinden, was der andere sagt, weil ich teilweise, merkst du ja selber, selbst wenn ich mich mit dir unterhalte, normal immer abgelenkt bin. Ja. Kenn ich. Meistens auch das Unterbrechen. Es kann sein, dass ich echt oft unterbreche irgendwie, weil ich irgendwas im Kopf habe, ich will den Gedanken loswerden, bevor ich den verliere. Ja, das ist kein Problem. Ist nicht schlimm. Wie ich ja schon mal gesagt habe. Ja, ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Und ich so, passt schon. Ja, genau. Aber es sieht doch schon mal ziemlich wohnlich langsam aus hier. Ja, ich bin nur hier am Überlegen. Jetzt geht's ins Design, ins Detail. Ja, so ein bisschen, damit halt der Raum schön aussieht, weil man hier häufig runterläuft. Quasi. Sind wir alle schlau? Jetzt wissen wir, wie man einen Shooter programmieren kann mit einer Collision Map. Okay, jetzt habe ich noch ein Design, was ich ausprobieren könnte. Und zwar ist das einfach an jedem Flock hier. So dran vorbeilaufen und. Ja, müsste eigentlich gehen. Oben halt auch noch Kobbel drüber. Ja, hier hinten. Ja, wie gesagt, das tauschen wir alles aus. Wollen wir echt hier für die Dia-Spitzhacke verbrauchen oder hast du hier für eine andere gemacht? Ach, ich tue dann einfach die Verzauberung auf eine andere Spitzhacke draufhauen. Ich habe gelesen, dass deine Abonnenten, also hauptsächlich deine Abonnenten, mir immer vorwerfen, ein totales Rohstoffferkel zu sein. Was? Ja, ich gehe damit total verschwenderisch um und so, aber ich finde halt, keine Ahnung, Zeit ist Geld. Und wenn ich Diamanten habe, dann benutze ich die Diamanten. Wenn abzusehen ist, dass ich halt wieder Diamanten bekomme in absehender Zeit. Ganz ehrlich, ich glaube, das ist die Gewohnheit aus meinem LP. Weißt du, wie viel Diamanten ich gerade in meinem Let's Play in den Kisten drin habe? Weiß ich nicht. Schätz mal eine Zahl. Keine Ahnung, ist schwierig zu sagen. Also im rein normalen Minecraft Let's Play, einfach so. Singleplayer, ohne dass jemand dabei ist. Pass mal auf, wir machen keine Decke bis jetzt mit Cobblestone hier rein. Wir ziehen das Ganze noch ein bisschen hoch. Wir machen jetzt den Bereich hier oben als Decke. Weil das ansonsten so beengt immer alles ist. Und gerade dann hätte ich die Stufen da gelassen, einfach noch einen Cobblestone drüber gemacht. Guck mal. So ein Cobblestone drüber noch hoch. Das finde ich dann auch schon zu eng. Okay. Ist das Lustige, ich finde es zu eng. Du findest es zu eng. Ja, ich mag es nicht, wenn es zu eng ist. Ich warte immer noch auf eine Schätzung von einer Zahl von dir. Für was nochmal? Für die. Das ist so geil. Ja, ist lustig. Nee, passt schon. Das habe ich schon wieder fast schon gesagt. Für wie viel Diamanten ich im Singleplayer angehamstert habe, weil ich ja so geizig bin. Achso, sag ich mal 100. Mehr. Mehr Diamanten. 114.
Und du gehst wahrscheinlich auch noch mit Eisenspitzhacken los und farmst. Ja, nicht ganz, aber ja. Du bist so ein Rohstoffferkel. Aber im hier, wie heißt das, wenn man die ganze Wohnung vollstellt mit Scheiß, den man eigentlich gar nicht braucht? Messi-Style. Ja, du bist das Rohstoff-Messi-Ferkel. Keine Ahnung, warum. Ich will die alles nicht ausgeben. Ich könnte mir eine volle Dia-Rüstung damit machen. Aber ich mache mir schon Dia-Schwerter und auch, doch, Dia-Spitzhacken habe ich angefangen, aber nur wenn ich es dann verzaubere. Okay. Dia-Schaufel, ich habe noch nie Dia-Schaufel gemacht. Hier oben brennt es immer noch. Gut. Es wird schon wieder nachts. Es sieht fast schon so wieder aus, als wäre die Folge schon wieder vorbei. Ja, ist auch so. Wir können ins Bett gehen und dann sind wir fertig mit dieser Folge, weil wir haben schon die 15-Minuten-Grenze erreicht. Katastrophal. Aber jetzt Okay. gehst du mal mit deinen Dorks ein bisschen aus. Dann werden wir ja in der nächsten Folge mit unserem Thronraum fertig. Und Ich dann kann mir können wir alles uns ja nicht merken, wer endlich. jetzt dran war. War jetzt ich dran oder warst du jetzt dran? Ach, ich wollte Ist was. nicht schlimm. Alles klar. Ist nicht Dann, schlimm. Leute, Das ist so. ist mein Lieblingsspruch geworden, ist nicht schlimm. Dann wünsche ich euch viel Spaß mit den nächsten Folgen und so. Ich bin hier raus und Spark Jo, ist klar. jetzt. Und Schüssen.